Hallo. Heute pirschen wir uns mal durch die Hintertür an. Wir sind irgendwo zwischen Münster und Warendorf. Es ist granatenidyllisch. Wir haben uns hier über den Dschungel der Asphaltpfade hergetastet, so möchte ich es fast sagen. Gestüt Düvelskotten, es ist ein Paradies. Und seit einem Jahr ist er hier zu Hause, Markus Hermes. Und wir sind heute bei ihm zu Gast. Hallo. Hi. Ich bin schon mal durchs Hintertürchen gekommen. Ja, gar kein Problem. Ich würde mir eine Schattenecke suchen und guck noch ein bisschen zu. Alles klar, mach das. Hallo. Das kenne ich. Dieses entspannte Lächeln. Du hast Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein tolles Pferd. Wer ist das? Was hast du? Das ist Jambi de Hüst. Das ist ein 7-jähriger Damon Hill. Und den habe ich eigentlich leider nur zur Schwangerschaftsvertretung von Jessica Michelle Bouton bekommen. Der gehört ja zum Gestüt Harras de Hüst. Und ja, aber das ist natürlich ein Job. Den macht man gerne, wenn man so ein Pferd kriegt und ja, bin ich ganz glücklich. Ja, man hat's gesehen und sieht's immer noch. Ja. Apropos glücklich, irgendwie so 2022, Bundeschampionat super, Burgpokal super, läuft richtig gut gerade. Ja, doch, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe ja noch einen für den Louis d'Or qualifiziert auch und doch, es lief sehr gut dieses Jahr. Westfälische Meisterschaft gewonnen, also kamen schon ein paar Sachen zusammen. Du bist jetzt ein Jahr ungefähr hier. Genau, fast genau ein Jahr hier. Ich hätte fast gefragt, wieso? Warum gerade hier? Ich meine, mal davon abgesehen, dass es granatenschön ist. Also das hat sich ja alles so ein bisschen ergeben, dadurch, dass Familie Kühn ein Pferd gekauft hat, was ich vorher geritten habe. So kam der Kontakt und dann habe ich Nathalie weiter betreut, auch mit ihm, ein bisschen geholfen. Genau. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ursprünglich wollte ich eigentlich zum DOKR erstmal und dann hat sich das ergeben, dass Anna mit wollte und dann brauchte ich mehr Boxen und ja, dann war das hier aber noch nicht ganz fertig, weil die das ja auch wirklich sehr schön umgebaut haben nochmal und viel, viel neu gebaut haben, auch dazu gebaut haben und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann ein bisschen später erst hier hingekommen bin. Anna ist deine Bereiterin, die mit hergekommen ist? Genau. Jetzt hilf mir einmal so ein bisschen. Wie viele Pferde habt ihr hier? Wie macht ihr das? Also im Moment haben wir sehr viele. Das ist so ein bisschen zu viel. Das muss ich jetzt auch wieder reduzieren. Im Moment haben wir 19. Das ist schon okay. Eine Nummer. Also. Aber das ist aber auch nicht der Plan und wir reduzieren das jetzt wieder auf 16. Und dein Hauptding ist Beritt, Turniervorstellung, aber Unterricht machst du auch? Unterricht mache ich auch. Wir verkaufen auch mal ein Pferd. Wir haben auch ein paar Verkaufspferde, ein paar ältere Verkaufspferde, kleine Tourpferde und auch ein paar jüngere. Aber ich sag mal, das, was ich so gerne mache, ist ja so dieses Ausbilden und Pferde in den Grand Prix-Sport bringen. Und weißt du, von diesen echt coolen Pferden, die du hast, würde ich jetzt gerne mal ein paar sehen. Können wir ein paar angucken? Ja, klar. Komm mit, zeige ich dir. So, noch zwei schicke. Wen haben wir denn hier? Genau, das ist HBS Background. Das ist ein 10-jähriger Wallach von Boston. Gehört der Hengststation Bex. Und ja, der ist so ganz erfolgreich auf kleine Tourniveau, hat Inter 1 gewonnen. War letztes Jahr ganz erfolgreich im Nürnberger. Schickes Gesichtchen. Genau, und das ist eine 5-jährige Saint-Choufro mal Fürstenball, die hat jetzt Bundeschampionat, habe ich die geritten am Wochenende. Hat auch die Einlaufprüfung, zweite Abteilung gewonnen und die hat jetzt ein bisschen Pause. Und da habe ich gedacht, da könnten wir die jetzt ein bisschen ausreiten gehen. Könntest du die nehmen und ich würde ihn reiten, wenn du Lust hast. Ich? Ja. Bisschen im Wald reiten, bisschen Schonprogramm machen. Wenn du möchtest, können wir es machen. Pff. Ja. Dann legen wir los. Ich brauche aber irgendwas so ein bisschen für Kopf und... Ja, Helm habe ich, Schuhe.
Hast du zufällig schon parat gelegt? Hammer, das läuft. Na, dann los. Sag mal, Idylle pur. Machen wir das jetzt nur mal heute so ganz außer der Reihe oder ist es schon regelmäßig deine Runde hier? Das machen wir auf jeden Fall regelmäßig. Also ich gehe mit allen Pferden raus. Die kennen das auch und ich finde das auch ein super Alternativprogramm zum Training. Und ja, das ist einfach für den Kopf auch gut, für die Pferde und für den Reiter auch. Oder? Ich genau. Das auf jeden Fall. Doch, das ist ja einfach traumhaft hier. Ne? Und die schalten wirklich ab, die Pferde. Und ja, ich glaube, dass denen einfach auch das gut tut und das merkt man einfach. Die werden gelassener und die können ja auch nirgendwo hier hin. Ich meine, das ist ja alles. Ist eigentlich dramatisch. Ja. Und auch so heißere Pferde und auch welche, die vielleicht mal ein bisschen kuckiger sind und so. Das ist hier sehr unkompliziert. Und das machst du ab wann? Also ab dem Moment, an dem man so ein bisschen Gas und Bremse bedienen kann schon. Ich reite jetzt keine Pferde an hier. Also die können schon alle Schritt, Trab, Galopp, wenn die hier hingekommen sind. Aber also mit den Vierjährigen gehe ich auch raus. Ist kein Problem. Also bis jetzt war es wirklich noch. Also gar und du Problem. Erntest, glaube ich, tatsächlich auf dem Turnier auch ein Stück weit davon. Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Na ja, gehen wir noch ein Stück. Mensch, Markus. Was ist das schön hier? Ja. Sag mal, und die Maus ist immer dabei, die Kiba. Genau. Oh, ein bisschen gemütlich. Meistens läuft heute. Sie ist ja jetzt auch schon 13. Mit 13? Ich meine, das ist natürlich cooles Training, ne? Ja, mega, wie die das hält die auch fit. Und guck mal. Sag mal, wenn es jetzt nicht so warm ist, dann ist sie auch fitter, ne? Ja. Also jetzt ist sie ein bisschen müde, jetzt weil es so heiß ist. Aber sonst ist das kein Problem. Sensationell. Sag mal so ganz kurz, Entspannung total, also mega Entspannung. Ich komme jetzt regelmäßig. Aber nutzt du das auch? Es gibt ja auch viele, die im Gelände so richtig arbeiten und dann bergauf Schritt. Gut, bergauf wird schwierig hier. Ja. Aber nutzt du es auch oder ist es tatsächlich eine reine Mental-Entspann-Nummer? Also es ist schon so, dass wir auch traben und galoppieren. Und ich lasse die auch schon mal, wenn ich eine gute Strecke habe, da hinten im Wald schon richtig losgaloppieren. Dass die einfach mal so ein bisschen schöner nach vorne durchziehen und so. Aber ich mache das jetzt nicht zum Krafttraining oder sowas. Ne? Und du machst jetzt auch nicht, keine Ahnung, Pipa draußen? Nein, das mache ich gar nicht. Weil das will ich auch gar nicht. Also ich will schon, dass die, wenn die rausgehen, einfach Spaß haben und wenig Verbindung und einfach laufen können, wie sie wollen. Und ja, also das soll keine Arbeit sein. Also Entspannung. Genau. Entspannung. Ja, doch. Markus, das war granatig. Vielen, vielen tausend Dank. Sehr mega gerne. Entspannt. Vielen Dank hier an die Superstute, die ich reiten durfte. Was hast du denn jetzt vor, sag mal? Ich hab da mal was vorbereitet. Ich fäll zusammen. Steig auf. Steig ich da hinten drauf? Ja, mach wir fahren das. Jetzt mal an ein schönes Örtchen hier. Ich bin ein bisschen skeptisch, das gebe ich ja jetzt schon mal kurz zu. Das wird gut. Alles wird gut, meinst du? Boah, ey, das ist heiß. Also der Sitz. Okay, du musst nur mich und den Korb festhalten. Dann geht's los. Jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen plaudern. Also wir sitzen jetzt hier sehr entspannt. Überhaupt war das ja heute mega entspannt, ausreiten und so. So entspannt ist es natürlich nicht immer. Es ist ja schon ein granatenharter Job. Das ist so, ja. Ne? Und wenn ich das richtig weiß, wolltest du eigentlich mal Tiermedizin studieren. Genau. Wieso ist daraus nichts geworden? Nach dem Abi habe ich erstmal keinen Studienplatz gekriegt und habe stattdessen eine Lehre gemacht in einer renommierten Pferdeklinik. Und in dem zweiten Lehrjahr, da war glaube ich, olympisches Jahr. Und da war ja Roberto Schmidt mit Franzoela Suerte und das hat mich irgendwie so begeistert. Und das dann, war Athen. Genau, und dann war er auch da Kunde in der Klinik und so kam der Kontakt und dann habe ich da angefragt für eine Lehre. Ich kenne die Geschichte ja ein bisschen anders, wenn ich ganz ehrlich bin.
Soll ich sie erzählen, wie ich sie kenne? Ja. Und du kannst jetzt sagen, ob das totaler Quatsch ist. Also Hubertus Schmidt und Klinik und Kunde da. Und du wolltest das so unbedingt, dass du angeblich seine Nummer dir besorgt hast und dann... Aus dem Computer, ja. Genau. So war es auch. Aha. Die Nummer geklaut aus dem Computer. Aber gut, war ja offensichtlich für was Gutes. Ja. Hast du nie bereut? Ich fand das jetzt auch nicht so kriminell. Also. Nein. Zielorientiert würde ich genau. sagen. Oder zielorientiert. Du warst ja dann echt lange bei Hubertus, 7 Jahre. Was würdest du sagen, was hast du aus der Zeit so schwerpunkttechnisch mitgenommen? War denn für dich immer klar Dressur oder kam das in der Zeit bei Hubertus? Nee, also das war immer klar. Und als du angefangen hast, war das ganz normal, Reitstall, Longe, wie man sich ja, das so vorstellt? Ja, so richtig im Schulbetrieb mit 20 Ponys hintereinander so ungefähr. Jo, ich habe ja okay. spät angefangen. Ich habe erst mit so 12 angefangen. Wirklich und wieso so überhaupt? Ich wollte das immer und ich durfte nie. Und das ist ja auch so, wenn man was nicht darf, dann will man das immer noch mehr. Und so kam das dann. Und dann ja, war irgendwann der Ehrgeiz geweckt. Von Hubertus ging es, glaube ich, dann zu Rudi Zeilinger direkt? Genau. Da war ich ein gutes Jahr, glaube ich. Und, ganz anders da, ja, ne? Von der Art des Reitens, glaube genau. ich, recht anders. Aber da wollte ich unbedingt hin nochmal, weil mich das mit Piaf Passage so interessiert hat. Okay, und dann ging es weiter. Ich meine, du bist jetzt selbstständig. Das ist schon so ein Schritt nochmal, ne? Der kam ja nicht direkt. Wie genau? Du warst dann noch eine Zeit bei Braun Gürtels, auch einige Jahre? Ja, 6 Jahre. Und genau. hoch erfolgreicher, wenn ich das richtig ja. weiß. Du hast 9 Pferde in der Zeit Grand Prix fertig gemacht. Und dann kam der Moment, in dem du sagtest, okay, also jetzt selbstständig. Das finde ich ist ein Riesenschritt. Ja, das war auch eigentlich ein super langer Weg. Also ich wollte das ja eigentlich nie. Also ich hatte da immer schon ja sehr viel Respekt vor, muss ich sagen, weil ich immer gedacht habe, ja, wenn man angestellt ist, hat man halt auch Sicherheit. Ich bin ja auch so ein Mensch, der hat auch gerne Sicherheiten. Und aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, da war das dann irgendwo so, wo ich gedacht habe, so jetzt will ich wirklich das für mich machen und mein eigenes Ding. Und ja, dann hat sich das irgendwie alles so ergeben und dann ja, habe ich die Entscheidung getroffen, auch wenn ich mich erst sehr schwer getan habe damit. Aber das war das Beste, was ich machen konnte. Diese Sicherheit, hast du die jetzt? Oder hast du dieses Gefühl der Unsicherheit, dadurch, dass dir das alles so viel Spaß macht, einfach in eine Schublade geschoben? Das kann ich gar nicht so sagen. Aber ich hatte halt einfach auch Angst, dass dann irgendwie keiner kommt und ich keine Pferde habe. Und ja, ist ja so. Also man weiß ja gar nicht, wie das losgeht und irgendwie. Und das ging ja wirklich sofort los und ich habe ja jetzt so viele auch Anrufe noch, also ich könnte noch einen Stall anbauen, aber ich möchte das ja auch gar nicht. Ich möchte das ja eigentlich so ein bisschen klein halten und ein bisschen ja, mehr Qualität als Quantität machen. So, das ist eigentlich auch so die Philosophie gewesen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Sehr schön. Dann habe ich aber noch was du uns total verschwiegen hast. Bisher, wir sind ja also von wegen nur so reiten. Du machst ja auch noch, du bist ja auch noch echt Model zwischendurch, ne? Für IW. Ja, Model will ich jetzt nicht sagen, aber. Also wir haben ziemlich coole Fotos bekommen. Es sieht mega cool aus. Wie kam es denn dazu über Tim und Mirko direkt, über die IW-Jungs, wie sie heißen? Genau, ich habe das ja vorher schon ein bisschen mit Esperado gemacht und ich habe irgendwann Tim und Mirko kennengelernt und dann, ja. Ist das ja auch zustande gekommen mit dieser Marke Tims und Isabel Wert Kollektion. Und Tims ist ja eine reine Herrenkollektion. Und dann hatten die damals gefragt, ja, wir wollen ein Shooting machen, wollt ihr das machen? Und dann habe ich gesagt, klar. Und wie war das? Ist das ganz, also stelle ich mir das so richtig vor, Make-up-Stuhl und du lässt dich erstmal ein bisschen schön Maske und dann raus, Laufsteg also, und zack, zack, zack. Also Laufsteg gab es jetzt nicht, aber Maske klar. Aber das war eigentlich cool, der ganze Tag war cool. Die Jungs sind ja einfach total cool und lieb und Isabel und also das war echt einfach ein schöner Tag. Das war auch ganz entspannt, also das war jetzt nicht so stressig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also. Ganz chillig, okay. Ja. Musik, Kunst, du bist schon sehr vielseitig auch. Ja, Musik war irgendwie immer schon, also da. Hast also du mal ein Instrument gespielt? Ja. Was denn? 12 Jahre Klavier. Meine Mutter ist halt Klavierlehrerin und so. Okay, und war wolltest das du das oder war ja, das eher so? Nicht so unbedingt, muss ich sagen. Also jetzt bereue ich es eigentlich schon fast, dass ich aufgehört habe, weil ich schon auch ganz gut war. Und was hast du gespielt? Mehr so Klassik oder? Am Anfang ja, klar. Und dann hatte ich aber auch einen ganz coolen Musiklehrer aus Holland. Der hat mir dann auch, weiß ich nicht, Bohemian Rhapsody und sowas mitgebracht. Und wow. Also so ganz coole Sachen eigentlich haben wir gemacht. Also dass ich da so ein bisschen von weg kam, weil also
Ich habe ja eh so ein bisschen eigenwilligen Musikgeschmack vielleicht. Hast du? Ja, also jetzt so nicht so für einen Reiter vielleicht, ja. Ach so. Also so, ich mag halt elektronische Musik ganz gerne. Ich habe auch immer schon Musik gehört, also aber auch ganz früh auch schon wirklich elektronische Musik. Also mit 10 schon. Ich habe immer meine Eltern total damit genervt und ja, die haben immer gesagt, wenn du groß bist, kannst du das selbst nicht mehr ertragen, aber es ist irgendwie doch geblieben. Stimmt nicht. Ich bin jetzt groß, geht ja immer noch. Markus, das war schon recht abgefahren hier jetzt alles. Wirklich mit den Pferden da lang und jetzt hier, das ist ja so ein bisschen wie Film, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Spitze, danke. Sehr gerne. Aber wir sind ja noch nicht fertig, ne? Wir kommen ja noch zu Teil 2 und da kann ich nur versprechen, da erfahren wir über die Kreativität, auch so ein bisschen über das Chaotische und auch, wo wir hier überhaupt sind, noch eine ganze Menge mehr. Und ich hoffe, ihr seid dabei, Teil 2 mit Markus Hermes.